Das Coronavirus verbreitet sich über Tröpfchen, Aerosole und Schmierpartikel. Forschende vermuten, dass Aerosolpartikel eine weit größere Rolle bei der Ansteckung mit Covid-19 spielen, als zunächst angenommen. Warum aber sind Aerosolpartikel drinnen gefährlicher als draußen? Und wie kann man sich vor ihnen schützen? Aerosolpartikel sind nichts anderes als kleinste Tröpfchen. Wir Menschen erzeugen sie zum Beispiel beim Niesen, Husten, Atmen, Sprechen oder Singen. Sie sind nur wenige Mikrometer oder sogar Nanometer groß, also Millionstel Millimeter. Deshalb fallen sie nicht wie die größeren Tröpfchen zu Boden, sondern schweben in der Luft. Beim Niesen und Husten entstehen vor allem Tröpfchen. Beim Atmen entstehen eher Aerosolpartikel. Und besonders viele davon entstehen beim Sprechen. Da viele Corona-Infizierte keine Symptome zeigen, husten und niesen sie nicht. Sie sprechen aber mit anderen Menschen. Möglicherweise tagelang, ohne dass sie die Krankheit entdecken. Und dabei stoßen sie jede Menge virenbelastete Aerosolpartikel aus. Studien zeigen, je lauter Menschen sprechen, desto mehr Aerosolpartikel geben sie von sich. Auch bestimmte Buchstaben schleudern mehr Partikel heraus als andere. Wie sich Aerosolpartikel in der Luft verhalten, hängt auch vom Wetter ab. Je wärmer und trockener die Luft, desto schneller verdunsten die Minitröpfchen und das Virus kann sich nicht mehr daran heften. In kalter, feuchter Luft können die Aerosole am längsten überdauern. Und auch Viren sind in kühler und feuchter Umgebung stabiler. Starke Winde können die Partikel über eine größere Distanz transportieren. Gleichzeitig zerstreuen sie die Partikel. Ob im Restaurant, im Büro, in der Schule oder im Altenpflegeheim. In Innenräumen ist das Risiko, sich anzustecken, deutlich höher. Forschende schätzen, dass eine Infektion dort bis zu 19 Mal wahrscheinlicher ist als draußen. In geschlossenen Räumen ist die Gefahr größer, weil die Aerosolpartikel länger in der Raumluft bleiben. Lüften ist deshalb entscheidend und es gilt, je mehr Luftaustausch, desto besser. Das kann über offene Fenster passieren, über installierte technische Anlagen oder mobile Luftfilter. Lüftungs- oder Klimaanlagen, die die Luft nur umwälzen und keine Frischluftzufuhr haben, sind schlecht. Ein Ventilationssystem sollte die verbrauchte Luft am besten absaugen und frische Luft zuführen. In OP-Räumen in Krankenhäusern ist das der Fall. Auch in Flugzeugen gibt es solche Systeme. Wie die Luft mit den Partikeln innerhalb von geschlossenen Räumen strömt, hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel der Raumgröße, der Einrichtung, der Anzahl der Menschen im Raum und wie sie sich bewegen. Denn jede Bewegung erzeugt kleine Luftwirbel und die Aerosolpartikel bewegen sich mit ihnen. Und sie folgen der Luftströmung, etwa wenn warme Luft nach oben steigt oder kalte Luft nach unten abfällt. Hat man Pech, werden Partikel so ungünstig verteilt, dass man sie trotz Abstand halten einatmet. Aber was können wir tun, um uns zu schützen? Ein Mund-Nasen-Schutz hilft in jedem Fall, große Tröpfchen aufzuhalten und kann auch bedingt Schutz vor Aerosolpartikeln bieten. Je nach Maskentyp ist der Schutz größer oder kleiner. Den direkten Kontakt zu vermeiden oder zu reduzieren, etwa durch virtuelle Konferenzen, ist sinnvoll. Von Angesicht zu Angesicht sollte man Abstand halten. Um Abstandsregeln einzuhalten, ist es sinnvoll festzulegen, wie viele Menschen in einem Raum zusammen sein dürfen. Feste Laufwege sorgen für möglichst wenig Luftturbulenzen. Vor allem in Innenräumen ist es gut, weniger Zeit in engem Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen zu verbringen. Denn je länger wir Zeit mit einer potenziell infizierten Person verbringen, desto höher ist das Risiko, virenbelastete Aerosolpartikel einzuatmen. Fenster öffnen ist im Sommer natürlich besonders gut möglich, im Herbst und Winter schwieriger. Luftfilter können helfen. Solange der Sommer es möglich macht, sollten wir uns draußen treffen, in der Sonne sitzen, uns bewegen, das Immunsystem stärken und es dem Virus damit so schwer wie möglich machen.